Woher kennen die Simpsons unsere Zukunft? Darf Speed nicht schauen. By Lady Gaga was predicted by the Simpsons show back in 2012. Die Simpsons haben vorhergesehen, wann Queen Elizabeth sterben soll. The Simpsons predicted 9/11 in 1997. Das ist geisteskrank. Da kannst du mir sagen, was du willst, Digga. Von einem dreieugigen Fisch über Donald Trump als Präsident bis hin zu 9/11. All das sollen die Simpsons bereits weit vorher angekündigt haben. Was steckt dahinter? Ist das alles nur ein Zufall? Ist es eine Was sagt ihr denn, Chat? Zufall oder nicht? Ich sage irgendwie, es ist kein Zufall, sage ich euch ehrlich. Es kann nicht sein, dass das alles Zufall ist, Chat. Geheime Weltordnung, die uns mittels der Simpsons ihre Pläne zeigen möchte? Oder gibt es für all das womöglich eine viel rationalere? Aber wie kann denn sein, dass genau diese Szene so gezeigt wird, Bruder? Das ist doch wirklich geistes. Guck mal, guckt euch das jetzt an, die Szene. Für guck all es danach. Das womöglich eine alles gleich, Bruder. Was ist das? Die Simpsons Verschwörung. Welcome to the Matrix. Es gibt wenige Animationsserien, die so beliebt sind wie die Simpsons. Seit Simpsons. Ihrer ersten Ausstrahlung im Dezember 1901. Mein Gott, ich sag euch ehrlich, ich habe von Simpsons gefühlt gar keine Folgen geguckt. Ich habe die Serie null gefeiert. Ich habe den Film gesehen und vielleicht mal so ab und zu, wenn das im Fernsehen lief. Aber ich habe das nie gefeiert, sag ich ehrlich. Habt ihr Simpsons gefeiert? Eins in den Chat, zwei wenn nicht. Ich habe es nicht so gefeiert. Überhaupt nicht gibt irgendwie. Es mittlerweile über 750 Folgen, verteilt in 35 Staffeln. Die Serie begleitet die Familie Simpsons, die in einer Kleinstadt namens Springfield lebt. Wo genau diese ist, weiß keiner so genau. We all know they live in Springfield, that part's obvious. But the state has always been a question. Springfield, eh? What state? I can't imagine we're allowed to say. Doch nach 30 Jahren Laufzeit und hunderten Episoden ist den treuen Fans der gelben Familie aus Springfield etwas aufgefallen und es entstand ein Mythos. Aber was steckt dahinter? South Park war krass. Was haben die Simpsons denn nun vorhergesagt? Das ist Blinky, ein dreieugiger Fisch. Seine erweiterte Sehkraft verdankt er dem Atommüll, welchen das Kernkraftwerk Springfield fleißig in den Gewässern verteilt. Oder einfach Tenshinhan, der hat drei Augen. Knapp 20 Jahre nach der Veröffentlichung der Folge fischen einige Fischer in Argentinien dieses Ding hier. Was? Hier an Land. Einen dreieugigen Fisch. Ein Zufall? Das Internet sieht das an. Ja, das kann Zufall sein, sag ich euch ehrlich. Anders. 2005 erscheint ein. Einfach ein dreieugiger Fisch. Was würdet ihr mit drei Augen machen, Chat? Könnte man die einzeln kontrollieren? Ich glaube nicht. Man kann ja jetzt auch kaum seine einzelnen Augen kontrollieren. Eine Folge, in der Homer nach Kanada reist, wo ihm legales Marihuana angeboten wird. It is Mr. Homer, my favorite customer. 2018 wird Gras in Kanada legalisiert. 2012 wird eine Folge veröffentlicht, in der Lady Gaga während eines Gigs an Drahtseilen über die Menge fliegt. 5 Jahre später passiert genau das. Während eines ja, vielleicht hat sie sich davon inspirieren lassen und dachte, boah, wäre eigentlich eine coole Idee, bla bla bla, easy. 2016 soll Michelangelo David verhüllt werden, weil ihn einige Menschen zu pornografisch halten. Tja, die Simpsons wussten es bereits 1990. Is it a masterpiece or just some guy with his pants down? 1994 wird eine Folge gezeigt, in welcher eine Köchin der Grundschule von Springfield Pferdefleischreste in das Essen gibt. Ein Ach geil, Pferdefleischskandal. Skandal. 2013 wiederum passierte etwas Ähnliches. Die Marke Tesco Burger erhält Anschuldigungen, dass ihre angeblichen Beef Burger zu 29% aus Pferdefleisch. Was für Pferdefleisch, Alter. Wisst ihr noch Pferdelasagne? Konnte man damals. Wo konnte man die nochmal kaufen, die Pferdelasagne, Chat? Bestanden. Nach dem Skandal fiel die generelle Nachfrage in Supermärkten nach tiefgekühlten Burger Patties um 43%. Für viele Verschwörungstheoretiker ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Woher wissen die das alles? Ist das der Beweis für die Ex-Menschen oder die Elite, die alles beherrscht? Das ist auch krass, ne? Wo die bei Simpsons einfach hier diese Masken abheben. Der Beweis für die. Das hier ist auch krass. Man sieht diese ganzen Videos aktuell bei TikTok und so, wie da manche so Masken anhaben und sowas, ne? Ex-Menschen oder die Elite, die alles beherrscht? Darauf komme ich später im Video noch einmal zu sprechen. Davor möchte ich euch den Partner des heutigen Videos vorstellen. World of Tanks. Ein Spiel, das nicht ja, nur feste Panzer Junge, World of Tanks. Bietet, sondern danke an World of Tanks für die Unterstützung. World of Tanks. Nun lassen sich die vorherigen Vorhersagen noch als einfacher Zufall abtun. Doch bei den folgenden wird das weniger der Fall sein. Aber lasst mich erklären.
1993 erscheint die Folge March in Chains. In dieser Folge verbreitet sich ein... Das war doch, wo die Corona vorausgesagt haben, oder? Das ist krank. Das war krank, Chat. Eine aus dem asiatischen Gebiet stammende Krankheit in Amerika wie ein Lauffeuer. Die Osaka-Grippe. The dreaded Osaka flu has hit Springfield with over 300 cases now reported. Die medizinischen Ratschläge, welche von den Ärzten gegeben wurden, erinnern stark an die Maßnahmen während Covid-19. Auch fand man nicht eine direkte Heilung und empfahl bloße Bettruhe wie bei Covid. Aber auch vor der Wissenschaft scheinen die Simpsons nicht Halt zu machen. 1998 möchte Homer Simpson zum nächsten großen Erfinder werden und schreibt etliche verschiedene Sachen an eine Kreidetafel. Doch was ist das? Homer beschreibt anscheinend, ohne es zu wissen, eine Gleichung zur Berechnung der Masse des sogenannten Higgs-Boson-Partikels auf. Das ist ein Elementarteilchen, auf welchem alle anderen Teilchen und somit das gesamte Universum zugrunde liegt. Scherzhaft wird es auch manchmal als Gott-Partikel genannt. Das Mysteriöse daran ist, dass die Berechnung der Masse des Partikels erst 2012 final möglich war. Und dabei war der Unterschied der Masse von den Simpsons und dem echten Teilchen nur minimal. Wie konnten die Autoren das nur wissen? Genauso unwahrscheinlich scheint die Prophezeiung von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten 2016. Im Jahr 2000 wurde nämlich eine Folge veröffentlicht, in welcher Lisa die neue Präsidentin der USA ist und dabei erwähnt, dass sie doch vom Präsident Trump eine ziemliche Haushaltskrise geerbt bekommen hat. 16 Jahre vor seiner Wahl zum Präsidenten. We've inherited quite a budget crunch from President Trump. Doch all das ist nichts im Vergleich zu der wohl prominentesten Vorhersage der Simpsons. Das ist wirklich für mich auch kein Zufall, Chat. Also, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das jetzt sehe, ne? Was da passiert ist. 9/11. In der Folge mit dieser Zeitschrift da, das ist wirklich krass. In der City of New York vs. Homer Simpson fährt die Familie Simpson nach New York. Bro, das ist wirklich krank, Digga. Guckt euch das an. New York. 9 Dollar und die zwei Türme. 9/11, Digga. Das ist wirklich, krieg ich Gänsehaut jetzt, ey. Das ist wirklich krank, Alter. Oder? Das ist schon krass. New York. Dabei zeigt Bart auf eine Zeitschrift, auf welcher ein New York-Trip für nur 9 Dollar angeboten wird. Krank. Direkt daneben sieht man die Silhouette der Twin Towers, welche wie eine Elf aussehen. Der schlagende Beweis für 1000 Fans der Serie. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ja. Was sagt ihr denn dazu, Chat? Ich finde das schon sehr mysteriös. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich ist das schon übertrieben so. Aber irgendwas muss da ja dran sein. Ich finde es echt übertrieben, Alter. So wie es ist. So viele Zufälle. Ein, zwei Mal, okay, aber so oft. Ein dreieugiger Fisch, Corona-Maßnahmen, Donald Trump und letztendlich 9/11. Für viele steht fest, da steckt mehr dahinter. Die Zukunft lässt sich besser vorhersagen, als man denkt, sagt Al Jean, einer der Originalautoren der Simpsons. Und damit hat er vermutlich gar nicht so Unrecht. Schließlich sind die Simpsons eine der längsten Serien aller Zeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich nichts aus den 760 Folgen bewahrheitet, wäre viel unwahrscheinlicher. Das nennt man das Gesetz der wirklich großen Zahlen. Je nachdem, was man als wirkliche Prophezeiung sehen möchte, kommt man nur auf eine Handvoll Vorhersagen, welche wirklich in Erfüllung gegangen sind. Nach dem sogenannten Survivorship Bias wird sich dabei nur auf die erfolgreichen Prophezeiungen konzentriert, während die unzutreffenden unbeachtet gelassen werden. Einige der Vorhersagen lassen sich auch durch etwas Kontext bzw. Fantasie erklären. Die angekündigte Präsidentschaft von Donald Trump klingt deutlich realistischer, wenn man weiß, dass er bereits zur Zeit der Ausstrahlung der Folge gesagt hat, dass er später einmal kandidieren möchte. Auch die Sache mit dem Gottpartikel lässt sich erklären. An dieser Folge arbeitete David Cohen mit, welcher einen mathematischen Hintergrund hat. Zu diesem Zeitpunkt konnte man die Masse des Higgs-Boson-Teilchens bereits erahnen, allerdings nicht final beweisen. Dass die Vermutung nicht sonderlich weit weg von der Realität lag, ist dementsprechend auch nicht so unwahrscheinlich. Und das mit 9/11? Manchmal spielt nun mal auch der Zufall eine Rolle. In einem Interview sagt der Produzent Bill Oakley: Nein, die haben nicht den Tod von Kobe Bryant vorausgesagt, das war eine andere Serie, Chat. ...wurden als komisch günstiger Preis ausgewählt. Und ich gebe zu, dass es unheimlich ist. Aber wenn man bedenkt, dass es sich um eine einzige Folge einer Serie handelt, in der ein ganzer Akt aus Witzen über das World Trade Center besteht. Wird uns also durch die Simpsons die Zukunft vorhergesagt? Vielleicht aber auch nicht. Einiges kann man erklären.
Einige Sachen sind womöglich nur ungeschickt. Ich finde es sehr mysteriös, Chat, sag ich ehrlich. In vielen Szenarien da ist irgendwas dran, habe ich das Gefühl. Nur zu viel hineininterpretiert. Aber auch da gibt es ja auch so viele andere Sachen. Das sind ja nur ein paar Sachen gewesen. Es sind viele Sachen, die da passiert sind, ne? Ich habe ja auch auf mehrere Videos schon reagiert, was da abgeht. Das ist schon sehr verrückt. Führen dazu, dass der Glaube entsteht, bei den Simpsons könnte etwas nicht stimmen. Beispielsweise entpuppt sich die Vorhersage der Queen als Fake. Und das ist bei weitem kein Einzelfall. Abschließend lässt sich sagen, dass die Autoren einfach aufmerksam sind und ihre Skripte nach offensichtlich möglichen zukünftigen Geschehnissen schreiben. Oder glaubst du dennoch, dass hinter den Vorhersagen der Simpsons doch mehr steckt? Ich weiß, das Ergebnis ist etwas enttäuschend, aber ich hoffe, euch hat das Video nicht enttäuscht. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da. Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 100.000 Abonnenten. Stark. Ist schon interessant auf jeden Fall.